Hallo liebe Blumenfans, hallo ihr lieben, lieben treuen YouTube-Zuschauer. Ja, willkommen in dem zweiten, eigentlich für mich auch unerwarteten Video, weil ich freue mich total über diesen frühen Saisonstart der Pfingstrosen und ich habe hier wunderschöne Pfingstrosen bekommen. Und da zeige ich euch heute eine tolle Kreation, was ihr Schönes damit machen könnt für eure Vase. Und ich habe ein Video gemacht, da habe ich auch gezeigt, was ganz wichtig ist, wie man diese Pfingstrosen behandeln soll, wenn man die bekommt. Aber viel mehr Info gibt es nach der Intro und die kommt gleich. Ja, also ich habe Post bekommen aus Unterfranken, von Don Peoni. Und da habe ich dann bekommen ein Paket und das hatte ich letztes Mal auch gezeigt. Die kommen hier so schön in einem Karton, schön geschützt, die Pfingstrosen, in Papier gepackt mit den Blättern. Und nur so im Schnelldurchlauf, ach, guckt einfach das letzte Video an, da mache ich euch den Link rein. Weil da gibt es doch einige Sachen, die man beachten soll, weil in jeder Sendung liegt dann auch noch bei. Ja, herzliche Grüße an Sebastian Susanne, Entschuldigung, die Dame zuerst, und Sebastian Sauer, die sich seit mehr als 20 Jahren mit Pfingstrosen beschäftigen und zu den absoluten Super-Mega-Experten geworden sind. Und die kann man auch bei denen direkt bestellen und sich schicken lassen. Und da gibt es einiges zu beachten. Also, guckt mein Video. Ganz wichtig, damit man viel Blumenfreude hat. Und bevor wir jetzt zu dem Pfingstrosenstrauß übergehen, ich habe mich auch so aus Anlass dieses schönen Anlasses der Pfingstrosen, habe ich gedacht, so, ach, ich bringe mir mal ein paar schöne Sachen mit und mache mich ein bisschen schick, weil es gibt ja nicht jeden Tag so einen schönen Anlass. Ja, dann wollte ich euch noch mal so ein paar Kleinigkeiten zeigen. Ich habe ja auch mein kürzlich ein Video gemacht mit so einem kleinen Tischgesteck. Das war das letzte Mal in Gelb. Und hier habe ich jetzt auch mit diesen schönen kleinen Blümchen, mit den Efeublättern aus dem Garten, habe ich so ein kleines Gesteck gemacht in Pink, Rosé, Grün. Und wenn man da auch hier zum Beispiel
Ach, naja, es ist fast schade, sie abzuschneiden, aber wenn man so eine große Pfingstrosenblüte in die Mitte machen wird, wäre das natürlich auch wunderschön. Ja, das wollte ich euch nicht verheimlicht haben, bevor es in den Laden geht und bevor es dann auch gleich wieder Fans findet. Ja, des Weiteren, ich habe ja immer so ein paar Besonderheiten. Ich habe also hier auch was ganz Tolles für einen Kunden bestellt. Ja, das sind echt so kleine, so tolle Extras. Ich habe hier solche Körbe mit Rollen. Man merkt, sie rollen auf dem Tisch hin und her mit Ledergriffen. Die sind echt ein Traum. Da kann man dann hier, kann man natürlich einen Untersetzer reinmachen. Hier sind diese Rollenbrettchen. Und ich finde, ja, wenn man sowas Schönes hat, dann ist natürlich am schönsten, man hat noch zwei. Und da kann man, das sind jetzt also alles bestellt. Das sind auch diese dicken, tollen Körbe. Und die habe ich jetzt extra bestellt. Die gehen morgen gleich raus und sind dann schon wieder weg. Aber ich musste euch die gezeigt haben. Also sowas auf Bestellung, ja, gibt es sowas auch bei mir. Weil die sind mir zum Lagern ein bisschen zu groß. Ja, aber mit Rollen ist natürlich sensationell. Gehen auch in die Gastronomie, weil die müssen ja auch ihre Tische immer verschieden rücken und müssen immer anders dekorieren. Und da ist es natürlich super praktisch, die einfach ein bisschen wegzurollen. Und wir haben ja auch alle nur einen Rücken. Deswegen ist das ja ganz toll. Ja, und des Weiteren wollte ich euch heute einen Strauß zeigen mit Pfingstrosen. Mit Pfingstrosen und mit Kamille. Ich habe hier ganz knackige Kamille. Ja, das ist hier Wahnsinn, oder? Das ist so buschig und so groß. Ich stelle das mal ein bisschen zur Seite, weil sonst guckt ihr nur Kamille an und gar nicht mich. So, es reicht ja, wenn es am Rand hier noch ein bisschen sichtbar ist. Ja, und Pfingstrosen, da suche ich jetzt tatsächlich erstmal welche raus, die schon ein bisschen gucken. Das ist also Sahnequalität aus Unterfranken. Ihr seht es hier auch an diesen dicken Stielen. Ich mache euch nochmal den Bestelllink rein für diese Pfingstrosen, dass ihr, guckt mal, da fängt die an so aufzuklappen und dann hat die so ein schönes, ja, so dieses wunderbar gefüllte Innenleben. Toll, ganz tolle Sorte. Ich nehme jetzt extra für den Strauß ein paar, die schon ein bisschen gucken. Die sind jetzt natürlich alle knackfrisch. Aber mein Spruch ist immer, aufgehen sollen sie beim Kunden. Wir haben die jetzt alle, ich habe die alle angeschnitten, frisch. Ich habe Blätter abgemacht, also ich habe relativ viel Blätter abgemacht. Und wie bei allen Blumen sollen auch keine Blätter ins Vasenwasser. Aber Blumen brauchen immer einen relativ hohen Wasserstand. Und es empfiehlt sich natürlich dann, die Vase hoch mit Wasser zu füllen und eine Glasvase zu verwenden. Ja, weil eine Glasvase ist natürlich toll, weil man sieht dann immer, ob das Wasser in gutem Zustand ist. Das ist natürlich dann optimal und man muss sich um diese ja, wunderbaren, traumhaften Blüten, muss man sich schon auch kümmern, dass man dann auch lang Freude dran hat. Ja, und super ist natürlich, ihr seht hier auch, ich habe hier also richtig viel Wasser rein in diese Vase und optimal ist natürlich auch eine Vase wie meine, die, wo sich der Hals so verjüngt. Und dann kann man diese wunderbaren Pfingstrosen ganz toll einstellen. Und da die auch so schöne feste Stiele haben und so tolle Pflanzen sind, ist es natürlich auch toll, wenn die Vase ja so etwas länger ist und etwas schmäler. Das ist natürlich dann absolut perfekt. Ich habe hier sehr schöne Kamille. Und auch wie bei den Pfingstrosen ist bei der Kamille optimal, wenn man viel Blätter abmacht. So, wir haben hier also ziemlich viel Blätter abgezupft. Ihr seht hier an den Stielen ist auch relativ wenig. Und auch da, bei der Kamille ist es tatsächlich wie bei den Pfingstrosen. Die Kamille hält sehr gut, wenn man viele Blätter abmacht. Ja, das ist also immer so eine, naja, ich will nicht sagen Strafarbeit, aber es ist ziemlich viel Arbeit, diese Kamille zu putzen. Und ja, man steht dann also schon ganz lang und zupft die einzelnen Blättchen. Bei den Pfingstrosen geht es schneller. Da muss man ja einfach nur diese großen Blätter. Und ich habe gerade ziemlich viele geputzt. Ich kann ja nur sagen hier, vom Pfingstrosenputzen ist also hier so ein ganzer Berg Pfingstrosenblätter auf meinem Boden. Denkt man eigentlich vielleicht, schade drum. Aber es ist für die Haltbarkeit der Blüten ja, essentiell, dass viele Blätter abgemacht werden. Und also egal, ob ihr die in die Vase
so einstellen. Ihr seht, ich bin schon wieder am Zupfen. Ne? Trotz, dass die geputzt sind, zupfe ich immer noch ein paar Blätter ab. Ja, und auf jeden Fall binde ich, egal ob ich es jetzt, nur so in die Vase einstelle, ich binde tatsächlich immer in der Spirale. Das ist jetzt also im Floristengriff so drin, in meinen Handgriffen. Ihr seht hier, die Stiele haben jetzt nicht alle eine Länge, aber das werde ich gleich noch ändern. Ich habe jetzt nur einen bärigen Eukalyptus, ja, einen sehr schönen, und mache nur ein bisschen lässig Eukalyptus dazu. Ich finde, diese traumhaften Blüten brauchen nicht viel Grün, die brauchen nicht viel Begleitwerk. Und hier ist dann auch wieder ganz wichtig, eine scharfe, gute Gartenschere und ein scharfes Messer. Das heißt, ich schneide jetzt erstmal alles auf eine Länge, und um dann im nächsten Schritt mit diesem scharfen Messer die Pfingstrosen, sowohl die Pfingstrosen als auch die Kamille, schräg anzuschneiden. Und wichtig ist, dass das Messer scharf ist. Also die goldene Regel ist auch wirklich, verwendet gutes Werkzeug, verwendet scharfe Messer, weil ihr habt so wertvolle Blüten, dass es, ja, das Wertvolle sind ja die Blüten, und um die gut zu pflegen, braucht man also wirklich gutes, scharfes Werkzeug. Und hier habe ich jetzt mit ganz einfachen Mitteln, mit Dreistiel-Eukalyptus, mit Kamille, mit den Peonien, habe ich also schon einen bezaubernden Strauß gebunden. Und ich glaube, jeder, dem ich den überreichen würde, würde sagen, boah, Wahnsinn. Ja, also das ist jetzt schon mein Strauß für heute. Ich nehme den Bindebast und binde, ja, binde sehr, sehr fest diese Bindestelle. So fest wie immer, dass sich natürlich nicht mehr öffnet, dass die Blüten nicht verrutschen können. Kein Grün in der Bindestelle, wie immer. Kein Blatt ins Wasser. So, und dann so fest binden, dass ich an einem Stiel halten kann und es verrutscht nichts. Und dann ist es echt ein bezaubernder Strauß. Und ich glaube, jeder, ja, jeder würde sich tierisch freuen. Und ich könnte ja auch überlegen, ob ich nicht selber auch mal sowas Schönes nach Hause stelle. Ihr Lieben, das ist jetzt mein ganz einfacher Pfingstrosenstrauß mit wenig Aufwand. 7 Pfingstrosen, ich glaube 4, was haben wir denn? 3 Stiele, nee, 4 Stiele Kamille, 3 Stiele Eukalyptus, und so eine Wahnsinnswirkung ist der Hammer, oder? Also, bestellt euch auch euren Peonientraum nach Hause mit Rabattcode MARGIT. 5% Rabatt bekommt ihr auch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, wenn ihr auch eure Post bekommt. Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ganz liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss.